Ja, hi, heute wieder ein Thema, ja, letztendlich eine Kombination aus Statik und aus der Festigkeitslehre. Und zwar habe ich von einem von euch eine Klausuraufgabe zugeschickt bekommen, so ganz ähnlich, ja, gesehen in der Klausur. Und da geht es um das Thema Lagerkräfte bestimmen, es geht um das Thema Deviationsmoment berechnen, ist auch oft in der Fachliteratur als biaxiales Flächenträgheitsmoment genannt. Ja, und wir müssen die Biegeliniengleichung herleiten. Das ist dann ein Thema aus der Festigkeitslehre. Und den Wert der maximalen Verformung berechnen, auch Thema Festigkeitslehre. Also, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, ist von allem etwas geboten. Nun, im ersten Schritt können wir natürlich, das brauchen wir ja früher oder später eh, hier die Lagerkräfte berechnen. Ist eine symmetrische Anordnung mit der konstanten Streckenlast Q. Das heißt, die Lagerkräfte, die hier entstehen, AY und BY, das sollte soweit kein Problem mehr darstellen. Wenn nicht, schaut hier vorbei, habe ich ein paar Videos dazu verlinkt. Ja, aber aufgrund der Symmetrie können wir jetzt hier schreiben, AY ist gleich BY. Ja, die beiden Lager werden zu gleichen Anteilen diese Reaktionskräfte oder diese Kraft aus der Streckenlast aufnehmen. Und das ist dann gerade Q mal L. Das wäre die resultierende Kraft aus der Streckenlast und das geteilt durch 2. Nun, im nächsten Schritt können wir natürlich sagen, okay, wir stellen erstmal die Momentengleichung auf, denn über die Momentengleichung und dem entsprechenden Integrieren, zweifachen Integrieren, kommen wir dann zur Biegeliniengleichung. Wäre ein Standardfall, was ihr in den entsprechenden Tabellenwerken auch findet. Aber bei der Aufgabenstellung war es so, dass diese Tabellenwerke für die Klausur nicht zur Verfügung standen und man diese Biegeliniengleichung selbst herleiten musste. Okay, schneiden wir also diesen Träger hier frei. Wir haben hier unsere Kraft AY. Wir haben hier unsere Streckenlast Q. Und wir haben hier unser inneres Schnittmoment m von x. Normalerweise, wenn ihr hier die Schnittverläufe darstellen müsstet, nqm, ja, dann gehört natürlich hier auch die Querkraft q von x und die Normalkraft n von x dazu. In diesem Fall genügt die Momentengleichung, weil nur die brauchen wir letztendlich, um später auf die Biegeliniengleichung zu kommen. Ja, und dann haben wir hier natürlich unsere Laufvariable x. Und wir können die Momentengleichung aufstellen. Summe aller Momente um den Punkt, also um den Schnitt, ja, an der Stelle x muss gleich 0 sein. Was haben wir? Wir haben AY mal x im Uhrzeigersinn, also negativ. Und wir haben das m von x, was gegen den Uhrzeigersinn wirkt, also positiv. Und wir haben die Streckenlast Q, ja, mit der resultierenden Kraft Q mal x mal dem Hebelarm, und der wäre ja, wenn man jetzt hier die resultierende Kraft einzeichnen würde, wäre das hier ja dann gerade x halbe als Hebelarm. Also plus 1 halb Qx Quadrat. Ja, da stellen wir um nach m von x, das ist ja unsere gesuchte Größe. M von x wäre dann AY mal x minus 1 halb Qx Quadrat. So, von der Momentengleichung kommen wir jetzt zunächst durch Integration und Vorzeichenwechsel. Achtung, das wird oft vergessen, kommen wir zur Krümmungslinie und erneute Integration führt uns dann zur Biegeliniengleichung. Wenn euch das nicht klar sein sollte, gibt es auch einige Videos, die ich eingestellt habe, hier einfach draufklicken. Ja? Okay, also. Wenn wir die Verformung hier entsprechend mit Y bezeichnen wollen, ich nehme jetzt hier einfach das hier als Y und das hier als Z, da müsst ihr mal, na, ist unglücklich, ich nehme jetzt hier, ich übernehme dieses Z von diesem Koordinatensystem, was hier schon vorgegeben war, nenne auch die Kräfte AZ und BZ. Und auch hier muss ich das dann hier in AZ
umwandeln. Genau, also wenn wir jetzt die Verformung letztendlich bestimmen wollen, dann wäre die erste Integration die Krümmungslinie und das wird über z' von x ausgedrückt. Also e mal i mal z' von x ist gleich. Wir müssen das hier integrieren und zusätzlich den Vorzeichenwechsel durchführen. Das az ersetze ich gleich durch q mal l halbe, ja, und aus dem x wird durch das Integrieren x². Der neue Exponent kommt unter den Bruchstrich, also haben wir hier q mal l Viertel stehen. Und zwar negativ, weil wir ja einen Vorzeichenwechsel durchführen. Q l Viertel mal x². Ja. Also wie gesagt, da vielleicht nochmal in die Videos reinschauen, da behandle ich das auch nochmal ein bisschen ausführlicher. Okay, und dann haben wir hier einen weiteren Term, den wir integrieren müssen, aus x hoch 2 wird x hoch 3. Also haben wir hier plus 1 Sechstel q x hoch 3 plus die Integrationskonstante c1. Ja, nächste Integration führt uns jetzt dann auch tatsächlich zur Biegelinie. E mal i mal z von x ist gleich minus q mal l 12 x hoch 3 plus 1 24stel q x hoch 4 plus c1 mal x plus c2. So, jetzt haben wir zwei Unbekannte, nämlich das c1 und das c2. Und diese Integrationskonstanten, die müssen wir lösen. Und dazu müssen wir Randbedingungen aufstellen. Die einfachste, sage ich euch immer gleich, ne, versucht eine Randbedingung aufzustellen bei x gleich 0. Ne. Dadurch eliminiert sich relativ viel in unserer Gleichung. Ne. Überall da, wo ein x steckt, wird der Ausdruck zu 0 und ja, ihr kommt schneller zum Ziel. Also schauen wir uns dieses x gleich 0 an. Das wäre ja bei der Lagerstelle A. Und was wir da sagen können, ist, dass die Durchbiegung an der Stelle x gleich 0 sein muss, weil wir ja hier eine Lagerstelle haben. Ja, also der Träger wird sich an dieser Stelle nicht durchbiegen, weil er ja auf diesem Lager aufsitzt. Okay, und wenn wir für x gleich 0 einsetzen, ich hatte es eben schon erwähnt, dieser Term hier und dieser Term hier wird zu 0, übrig bleibt nur das c2. Daraus folgt also c2 ist gleich 0. Ja, wir können das hier schon mal streichen. So, und die nächste Randbedingung, die wir aufstellen könnten, ist entweder, dass wir, wenn ihr das wisst, dass hier genau in der Mitte die maximale Durchbiegung sein wird. Und dort, wo die Durchbiegung maximal ist, ist ja die erste Ableitung, also unsere Krümmungslinie hier, gerade gleich 0. Ja, ihr könntet also x gleich l halbe gleich 0 setzen und dann ja, hier für c1 den Ausdruck finden. Oder aber die Alternative, die wende ich jetzt an. Ich setze für x gleich l ein und weiß, an der Lagerstelle b ist die Verformung auch gerade gleich 0. Also schreiben wir z an der Stelle x gleich l gleich 0. Und jetzt setze ich hier für jeden Term l ein und habe hier minus q mal l hoch 4 durch 12 plus 1 24stel q mal l hoch 4 plus c1 mal l. So, das könnt ihr jetzt natürlich nach c1 auflösen. Das sollte kein Problem darstellen. Das ergibt dann 1 24stel q mal l hoch 3. Ja? Wenn ihr diesen Ausdruck habt, dann könnt ihr ihn hier in die Biegelliniengleichung wieder einsetzen und habt damit dann das Ergebnis, was ihr als erste Stellung schon mal oder als erste Zwischenziel hier gestellt war. Ich stelle es gleich hier mal hin. Das z von x wäre 1 durch e mal i mal, so, und jetzt kommt der ganze Ausdruck hier, minus q l 12 x hoch 3 plus 1 24stel q x hoch 4
plus C1, und das ist das hier, ein 24. QL hoch 3 mal x. Ja? Also das wäre die Biegellinien-Gleichung, die wir einerseits als Zwischenziel herausfinden mussten und andererseits auch später benötigen, um die maximale Verformung berechnen zu können. So, wie geht es jetzt weiter? Wir suchen ja den Wert der maximalen Verformung bei x gleich L halbe, also genau hier, ne, in der Trägermitte. Jetzt haben wir das Thema, ne, die Überschrift deutet schon darauf hin, schiefe Biegung. Was bedeutet das? Wenn ihr so ein unsymmetrisches Profil habt, also hinsichtlich beider Koordinatenachsen, die da angegeben sind, keine Achsensymmetrie habt, ne? Stellt euch die Z-Achse vor, wenn ihr an der Z-Achse spiegelt, habt ihr keine Symmetrie. Und stellt euch die Y-Achse vor, wenn ihr euch an der Y-Achse dieses Profil spiegelt, jeweils habt ihr auch keine Symmetrie vorhanden. Und wenn ihr so ein Profil habt, dann ist eben dieses Deviationsmoment ungleich 0. Ja? Wenn eine der beiden Achsen achsensymmetrisch wäre oder das Profil zu einem dieser beiden Achsen oder zu beiden Achsen symmetrisch wäre, dann wäre das Deviationsmoment gleich 0. Und ihr bräuchtet euch, wenn die Kraft so wie hier, ne, senkrecht zu einer dieser Achsen wirkt, keinen Gedanken über die schiefe Biegung machen. Das haben wir hier aber nicht. Ja. Die Q, die wirkt hier senkrecht nach unten. Wir wissen aber aufgrund dieses unsymmetrischen Profils, dass unser Deviationsmoment ungleich 0 ist. Und dann spricht man von den sogenannten Hauptachsen. Diese Hauptachsen nicht mit der Y- und Z-Achse zusammenfallen. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir das Deviationsmoment bestimmen, müssen uns anschauen, wie ist die Lage dieser neuen Achsen, ja, oftmals mit 1 und 2 genannt oder auch oftmals werden da solche griechischen Buchstaben verwendet. Wie ist ja, die Lage dieser Hauptachsen in Bezug zur Y-Z-Achse, damit wir dann daraus folgern können, in welche Richtung und mit welchen Werten wird diese Verformung stattfinden. Was wir sicher wissen ist, aufgrund dieser Streckenlast Q wird hier nicht einfach eine Durchbiegung senkrecht zur Y-Achse stattfinden, also entlang der Z-Achse, sondern das wird sich irgendwie ja, so schräg, so schief letztendlich wegformen. Okay, und um dieses Deviationsmoment bestimmen oder um diese Hauptachsen bestimmen zu können, brauchen wir erstmal das Deviationsmoment. Und beim Deviationsmoment ist es so, dass ihr ähnlich wie wenn ihr die Flächenmomente zweiter Ordnung, also Bezug zur Y- oder Z-Achse bestimmen wollt und ihr habt da mehrere Flächen, dass ihr das am besten auch ja, in Einzelflächen aufteilt. Ich würde jetzt eben diese Flächen auch aufteilen. Und zwar so, dass dieser untere Schenkel ohne Steg hier, das wäre meine 1, das hier wäre meine Fläche 2. Und das hier wäre meine Fläche 3. Ja, also auch hier am Steg getrennt, nur das rechts davon, beziehungsweise hier nur das links vom Steg, würde zur Fläche 1 bzw. zur Fläche 3 gehören. Und wenn man sich jetzt das Deviationsmoment dieser Fläche 1 in Bezug zum Gesamtschwerpunkt vorstellt oder berechnen möchte, dann macht man Folgendes. Ich sage jetzt mein Deviationsmoment, Fläche zum Gesamtschwerpunkt IYZ berechnet sich, indem ich das das Einzeldeviationsmoment IYZ1 nehme, ja, also das, was nur diese einzelne Fläche hätte, minus der Koordinate Y1 in Bezug zu unserem Gesamtflächenschwerpunkt mal der Koordinate unseres Einzelflächenschwerpunkts in Bezug zum Gesamtschwerpunkt mal der Fläche A1, unserer Einzelfläche A1. Jetzt ist es so, wenn ihr so relativ einfache Einzelflächen habt wie hier, ne, alles Rechtecke, dann werdet ihr sofort sehen, und das macht die Sache natürlich viel einfacher, dass wenn man sich nur diese Einzelfläche anschaut, dass das Deviationsmoment ja gerade gleich 0 ist für diese Einzelfläche, weil naja, wenn man sich hier den Schwerpunkt vorstellt und hier eine Y- und Z-Achse reinsetzt, sofort erkennt, dass dieses Rechteck in Bezug zu beiden Achsen, also sowohl zur Y- als auch zur Z-Achse,
achsensymmetrisch ist. Das heißt, das Deviationsmoment ist dort gleich 0. Also kann ich ja hier für das iyz1 schon mal die 0 einsetzen. So, jetzt geht es weiter. Da muss man ein bisschen aufpassen. Kennt ihr aber schon, ne, aus Berechnung der Flächenträgheitsmomente. Dieses y1 und z1, das muss man erstens vorzeichengerecht einsetzen und zweitens muss man darauf achten, ja, dass man das konsequent durchzieht. Anders wie bei dem steinerschen Anteil, bei den Flächenträgheitsmomenten, wo das Vorzeichen durch das Quadrieren E wegfällt, ja, immer positiv wird, können wir nämlich hier bei iyz negative Werte annehmen. Also schauen wir uns das an. Diese Einzelfläche, die ich hier dargestellt habe, die hat ja hier eine Breite von 95 mm, da ich den Steg ja nicht mit dazu nehme. Das heißt, wenn ich jetzt mir überlege, wie groß ist die Koordinate von unserem wie groß ist die Koordinate von unserem Einzelflächenschwerpunkt in Bezug zu unserem Gesamtschwerpunkt S hier, dann nehme ich die 95 halbe, das wären 47,5, plus die 2,5 mm, nämlich die Hälfte von 5, also 47,5 plus 5. Ja, das wären plus 2,5, das wären 50. Und jetzt mache ich mir noch Gedanken, naja, ist jetzt diese Koordinate positiv oder negativ? Ja, in Bezug zu unserem Gesamtschwerpunkt, wenn das hier der 0,0-Punkt ist, dann wäre ja in y-Richtung diese 50 positiv einzusetzen. Also hier 50. Dann geht es weiter mit der z-Koordinate. Ich weiß, das gesamte Profil hier ist 500 hoch, das heißt, unser Gesamtflächenschwerpunkt liegt bei 250. Von hier aus gesehen bis hier, nach ganz unten, wären es also 250 minus die 2,5, nämlich 5 halbe, ne? Dann wäre ich nicht bei 250, sondern bei 247,5 als Abstand von hier nach hier. Und da die Z-Achse hier nach unten hin positiv definiert ist, haben wir also auch hier einen positiven Wert für Z1, nämlich 247,5. So, und das muss ich jetzt noch multiplizieren mit dem Flächeninhalt. Das wären 95 mal 5. So, das gibt ihr im Taschenrechner ein. Hier jetzt mal bewusst einen Stern, damit man das unterscheiden kann. Ja, also Gesamtflächenschwerpunkt. Und auch hier haben wir die Einheit oder die Dimension Millimeter hoch 4. Ja, sieht man hier Millimeter mal Millimeter mal Millimeter mal Millimeter. Okay, machen wir mit den iy3 am besten weiter. Ihr werdet sehen, das macht Spaß, weil hier alles recht identisch ist. Wir haben ein iyz3 minus y3 mal z3 mal a3. Auch hier haben wir natürlich ein Einzeldeviationsmoment Bezug auf diese Fläche 3 von gleich 0, weil ja Bezug zu diesem Einzelflächenschwerpunkt und den Achsen, die man da durchziehen kann, wir eine Achsensymmetrie vorliegen haben und damit das Deviationsmoment zu 0 wird. So, machen wir uns Gedanken. Wie groß sind die Abstände in y-Richtung? Ja, dadurch, dass das ja hier zum Flächenschwerpunkt S die gleichen Abstände hat, sind es auch 50 mm, aber in y-Richtung jetzt negativ. Also setzen wir hier die minus 50 an, mal. In Z-Richtung haben wir natürlich auch den gleichen Abstand, ne, die 250 bis ganz oben, minus 2,5, also 247,5. Aber wir wandern vom Gesamtschwerpunkt aus, ne, in negative Richtung, sprich die Koordinate unseres Einzelflächenschwerpunkts ist in negative Richtung, also hat eine negative, einen negativen Wert, diese Koordinate. Deswegen mal minus 247,5. Und die Fläche berechnet sich genauso, 95 mal 5. So,
Minus mal Minus gibt Plus und 0 minus einen positiven Wert gibt wieder ein negatives Ergebnis. Die Zahlenwerte als solches sind die gleichen. Sprich, wir haben hier nochmal minus 5.875.125 mm hoch 4. Ja, und das Einfachste, das wird jetzt das IYZ2 sein. Warum? Naja, das Einzeldeviationsmoment ist natürlich auch 0. Z2 mal A2, ja, also auch hier können wir gleich 0 einsetzen. So, und wenn wir uns jetzt anschauen, wo der Einzelflächenschwerpunkt in Bezug zu Sandflächenschwerpunkt ist, dann werdet ihr sehen, dass hier wohl zur Y-Koordinate, also auch die Z-Koordinate, 0 ist. Und das heißt, einer würde ja schon reichen, aber wir haben hier sogar 2 mal 0. Ist eigentlich egal, was für einen Flächeninhalt wir haben, aber es wären in diesem Fall 500 mal 5. 0 raus. Okay, so, das heißt, wir brauchen jetzt hier nur noch die Summe bilden für das IYZ unseres unseres Gesamtprofils, und das wären dann 11.756.250 mm hoch 4. Ja, weiter geht es jetzt mit der Berechnung der Flächenträgheitsmomente in Bezug zur Hauptachse, also die Hauptachsenflächenträgheitsmomente. Und da habt ihr in aller Regel eine Formelsammlung, ja, die dann genau das hier aufweist, ja, also welche Werte ihr wo einsetzen müsst, um eben diese Flächenträgheitsmomente zu bestimmen. Angenommen, ihr hättet keine Formelsammlung, was ich bisher so nur selten erlebt habe, dann ist es so, wenn ihr das 4-5 Mal geübt habt, 4-5 Aufgaben durchgerechnet habt, irgendwann geht euch dieses Teil hier in Fleisch und Blut über, dann müsst ihr euch gar nicht mehr überlegen, sondern wählt diese Gleichung automatisch runter. Okay, und dieses IYZZ, das könntet ihr schon berechnen, ne? Wenn das nicht gegeben wäre. Habe ich auch schon einige Videos eingestellt, schaut da vorbei, wenn ihr es nicht wisst. In dieser Aufgabe waren die Werte jetzt aber hier tatsächlich schon gegeben. Das heißt, hier können wir direkt weitermachen und die Werte einsetzen. I, Y und Y waren 110,279. Plus die 3,095 mal 10 hoch 6. Ich verzichte jetzt auf die Einheiten, sonst wird das Ding hier so ellenlang. Ich hoffe, das ist okay für euch. Plus, Minus, Wurzel. So, hier haben wir IYY minus IZZ. Kommt manchmal die Frage von euch, naja, was ist jetzt, wenn ich die beiden miteinander vertausche? Ist erstmal kein Problem. Wenn ihr den kleineren Wert minus den größeren Wert macht, habt ihr ein negatives Ergebnis. Durchs Quadrieren, ne, ist das dann wieder aufgehoben. Also die 110, 279 minus die 3,095 mal 10 hoch 6 ins Quadrat. Ah, sorry, das muss ich anders setzen hier. Teil durch 2, große Klammer, und das ins Quadrat. Und dann noch das Deviationsmoment, was wir eben berechnet haben, nämlich hier die minus 11.756.250 im Quadrat. So, jetzt werdet ihr zu Recht sagen, naja, was habe ich hier vorher für eine riesen Geschichte gemacht, ob Minus oder Plus. Durchs Quadrieren wird es eh wieder aufgehoben. Hier ja, später, wenn es darum geht, die Achsen zu bestimmen, was ihre Lage angeht, da ist es wichtig, ob ihr da vorzeichengerecht gerechnet habt. Okay, also, ihr gebt das im Taschenrechner ein und erhaltet ein I1 und ein I2. 111,553 mal 10 hoch 6 mm hoch 4. Und
1,821 mal 10 hoch 6 mm hoch 4. So, und wenn jetzt dieses I1 auch bekannt ist, dann können wir über die Formel Phi ist gleich Tangens hoch minus 1 IYZ durch I1 minus IZZ bestimmen, wie groß dieser Winkel Phi ist. Ich zeige euch jetzt auch mal ein, was es mit diesem Winkel Phi auf sich hat. Und zwar ist es so, dass diese Hauptachsen auch durch unseren gesamten, also durch unseren Gesamtschwerpunkt gehen. Ja? Und ich zeige das jetzt einfach mal symbolisch ein, ohne zu wissen, wie groß der Winkel nachher sein wird. Das hier ist unsere Y-Y-Achse. Und diese beiden Hauptachsen 1,1 und 2,2 stehen auch wie die X- und Y-Achsen senkrecht zueinander. Ja? Und dieser Winkel Phi, den ihr jetzt hier berechnen könnt, das ist der Winkel bezogen auf die horizontale Achse im Uhrzeigersinn. Sprich, wenn ihr hier einen positiven Wert rausbekommt, dann habt ihr hier gegen den Uhrzeigersinn die Achse von der horizontalen auszudrehen. Wenn hier ein negativen Wert rauskommt, dann dreht ihr entsprechend im Uhrzeigersinn die Achse 1 so nach unten. Ja? Das ist wichtig zu wissen. Wenn wir nämlich jetzt hier das IYZ eingeben, negativer Wert, und hier I1 minus IZZ, das wird IZZ wird sicherlich ein positiver Wert sein, dann erhalten wir hier für diesen Winkel Phi einen negativen Wert. Das heißt, die Hauptachse 1 wird nachher tatsächlich so liegen. Ne? Also wird hier im Uhrzeigersinn die Drehung stattfinden. Minus 6,186 Grad. So, die Hauptflächen, Trägheitsmomente I1, I2 sind bestimmt, habe ich hier zwischennotiert. Und außerdem haben wir auch den Verdrehungswinkel, ja, also wie liegen diese Achsen in Bezug zum YZ-Koordinatensystem. Und hier habe ich es mit einem negativen Wert angegeben, das heißt tatsächlich liegt die Achse hier so drin. Ich zeige das hier vielleicht gerade nochmal symbolisch nebendran. Ja, also hier haben wir unsere YY, hier haben wir unsere ZZ und unsere Hauptachsen 1, 2. Das hier wäre die 1, eben mit diesem Winkel hier von 6,186 Grad. Und senkrecht dazu, ich hoffe, das ist einigermaßen senkrecht. So in etwa, da wäre dann unsere Achse 2,2. Machen wir uns jetzt Gedanken, wie können wir die Verformungen jeweils berechnen. Und da ist es aus meiner Sicht am einfachsten, ihr teilt jetzt diese Komponente Q, also diese Streckenlast Q, die in Z-Richtung angegeben ist, teilen wir auf. Einerseits in eine Komponente, die senkrecht zu der 1,1 steht. Ich zeige es hier mal ein. Das wäre unser Q, was angegeben ist. Und die teilen wir jetzt auf in eine Komponente, die senkrecht zur 1,1 steht. Also in etwa so. Das wäre unsere Q, ich nenne die jetzt Q1, ja, weil sie senkrecht zur Achse 1,1 steht. Und die hätte ja hier einen eingeschlossenen Winkel zur, ja, zur senkrechten von dem Winkel Phi. Ja. Und dann senkrecht dazu unsere Komponente Q2, die wiederum ja dann senkrecht zur Achse 2,2 stehen würde. Und das ist jetzt hier, ja, kennt ihr noch aus der Statik, relativ einfach zu berechnen. Das Q1 wäre das Q mal den Cosinus Phi und das Q2, da könnt ihr die Winkelfunktion nehmen, auch entsprechend, oder Satz des Pythagoras,
Q2 minus Q1 Quadrat. So, das Q war gegeben mit 20 Newton pro Millimeter. Ihr werdet feststellen, wenn ihr das in den Taschenrechner eingibt, fast der gleiche Wert. Newton pro Millimeter. Belastet die Achse 1,1. Ja? Also dieses Q1 steht senkrecht auf der Achse 1,1 und belastet das Profil mit 19,9 Newton pro Millimeter. Und über den Pythagoras lässt sich dann rechnen, das Q2 wären dann die 2,2 Newton pro Millimeter. Das wirkt jetzt senkrecht zur Achse 2,2. Ja? Wir können jetzt diese Einzelwerte berechnen, indem wir die Biegeliniengleichung nehmen, die wir vorher geleitet haben. Und für das I jeweils das I1 oder das I2 einsetzen und für das Q jeweils Q1 oder Q2 einsetzen. Ja? Und wenn ihr das entsprechend einsetzt, E-Modul ist ja gegeben, Länge ist gegeben, dann kommt ihr hier auf eine Durchbiegung. Ich nenne jetzt das hier W1. Die sich hier in diesem Winkel Phi bewegt. Und dieses W1 beträgt 0,116 mm. Und dann gibt es noch senkrecht dazu ein, ja, ich mache es bewusst größer, damit man es auch deutlich sieht, was hier passiert. Ein W2 mit einer Durchbiegung oder einer Verformung von 0,786 mm. Jetzt werdet ihr zu eurem Recht erstmal sagen, naja, wie kann das sein? Das W2 ist viel größer als das W1, obwohl die Streckenlast, die Komponente Q2, ja deutlich geringer ist als das Q1. Liegt aber daran, wenn ihr das nochmal vergleicht hier, die Flächenmomente in Bezug zur Hauptachse, ne, da haben wir einen Faktor ja, von ca. 50 dazwischen. Und insofern verwundert es auch nicht weiter, dass hier die W2 deutlich größer ausgeprägt ist als das W1. Ja, und das W-Gesamt, nach was jetzt letztendlich gesucht ist, das wäre das hier. Das ist das W-Gesamt. Da W1 und W2 senkrecht zueinander stehen, können wir hier auch wieder ganz einfach über den Pythagoras das ausrechnen. Das wären die 0,116 im Quadrat plus die 0,786 im Quadrat. Davon die Wurzel. Das W-Gesamt ergibt sich damit zu 0,795. 0,795 mm. Ja, rechnet es gerne nach. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir gerne. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis die Tage. I wanna be the greatest. Everybody on their face, shit. I look around and feel like everybody.